Hallo Freunde der Sonne, wir sind zurück bei WoW Retail Version. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich weiter die Arakoa-Federn jetzt einsammeln soll, aber ich werde das jetzt erstmal lassen und werde meinen Level-Stop mir organisieren. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal nach nach OG. Das ist das, was ich jetzt als erstes machen werde. Erstmal hier. Die Motte erledige ich noch, um mir hier das Teufelseisen zu sichern. Ich habe übrigens, hatte mir letztens überlegt, ob ich eventuell meinen Tauren in einen Vulpera umwandle, aber ja. Mal abgesehen davon, dass es natürlich Geld kostet, müsste ich das vollkommen noch freispielen. Das kann ich nur auf der Hordenseite und ich habe halt keinen High-Level-Horden-Charakter. Das ist das. Das Höchste, was ich auf Horde zu bieten habe, ist der Krieger hier. Also, das geht leider nicht. Nach Ogrimmar. Ich muss näher ran. Halleluja. Das Gute ist, dass ich jetzt auch fliegen kann. Wo ist eigentlich der Flugmeister? Ich kann doch auch neues Fliegen lernen, ne? Warte mal eben kurz. Erstmal ein paar Sachen hier mal. Alles. Na, dann mache ich das als letztes. Mal, mache ich jetzt. Nein, das mache ich als letztes. Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Das mache ich als letztes. Erst die wichtigen Sachen. Ja, höchstmögliche. Jetzt haben wir 280. Jetzt 310. Durchbrechen der Schallgrenze. Jetzt bin ich mit diesem Charakter genauso schnell unterwegs wie mit jedem anderen. War hier, ne? Ja. Schön die Brachland-Symphonie hier im Hintergrund. So, Ladies. Und das bedeutet, wir sind wieder ohne Erfahrungspunkte. Schön. Sehr schön. Zumindest für die nächste Zeit. Ja, wir werden uns natürlich wieder deaktivieren. Aber fürs Erste. Bleibt das so. Jetzt will ich erstmal ein paar Sachen in Sahara stellen. Kann ich euch vielleicht ein paar dieser schweren Münzen abnehmen? Ist neu, ne? Optisch. Ist kein Add-on von mir. Hübsch. 18 Gold. Oder ist das doch ein Add-on? Ich glaube. Jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Das ist kein Add-on. Ich bin froh, dass ich euch helfe. Macht das kaputt? Ihr das ist das WoW-UI. Der merkt sich hier automatisch 12 Gold. Hat er automatisch herausbekommen. Muss ich mal kurz gucken, Gold.
Oh, ich komme vorher nicht drauf klar auf das neue Addon. Aber wir sind hier am günstigsten. 12 Gold pro Stück. Wird wohl so. Wird wohl. Ich muss mich da. Ist das jetzt auch 12 Gold pro Stück? Ich hoffe es einfach mal. Preis pro Einheit. Oh, nehmen wir mal 4. Das passt. 46. Mal 10. Ein Gold. Passt auch. Junge, das Einstellen geht schnell, ne? Also, das neue Add-on, das neue Auktionshaus gefällt mir. Meine Güte. Ich bin begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Ganz ruhig. Na, Essenz des Wassers. Ich muss mal hier unten hin tun. Ja, die anderen kann ich ja nicht behalten. Ja, klar. Goldene Starre Flosse, 100 Gold das Stück. Wovon träumst du nachts? Okay. Gut. Schön euch zu sehen. Ja, das hat doch schon mal jetzt was gebracht. Ich muss sagen. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie nur unser Gold wieder reinbekommen. Wo geht's denn jetzt wieder nach Shadrath? Silbermond? Shadrath. Das sind wir doch schon direkt. Genau da, wo ich hin wollte. Und dann werde ich jetzt mal Hakua-Federn einsammeln. Oder die Giftbeute. Ich glaube, ich mache erstmal die Giftbeute. Erstmal die Giftbeute. Von den Schreckenslauchern, ne? Ich bin außer Reichweite. Und ich glaube, die droppen richtig erbärmlich. Ja, das sind wir ja irgendwie schon gewohnt bei einem Crusade hier. Bis jetzt alles nicht so, dass ich sagen würde, boah, die kannst du innerhalb kürzester Zeit abschließen. Ich bin außer Reichweite. Ey, das kann ja wohl nicht sein. Junge. So lange. Für einen Beutel. Ich muss dir ran. Na, das kann ja was werden. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Addon, das mir dann immer so aktuell die Prozentchance anzeigt. Das ist also dann immer quasi berechnet, für mich individuell, wie hoch jetzt die Chance ist. Das, was gedroppt ist oder nicht. Ich bin außer Reichweite.
Die hätten wir jetzt gerade bestimmt, weil nicht unter 30%. Das ist zu weit entfernt. Ich mache hier auch, glaube ich, nichts falsch, ne? Ich muss hier nicht irgendwie was drauf anwenden. Wir haben ja auch schon einen bekommen, aber halt nur einen einzigen. Das hier auf dem Boden ist auch nicht irgendwie, dachte ich auch vorhin erst kurz, das könnte irgendwie das Gift sein, dass man irgendwie da auflesen kann oder vielleicht, dass man, keine Ahnung, irgendwelche Kokons hier findet, wo das Gift irgendwie ein bisschen konzentriert vorhanden ist, wo ich dann einfach abzapfen könnte, aber auch all das gibt es hier nicht, keine Ahnung, hier ist schon wieder nichts. Endlich mal wieder ein. Das ist zu weit entfernt. Haben wir hier Wolf und Spinne gleichzeitig. Vier von acht. Das ist echt, das schockiert mich gerade fast. Also, das ist zu weit entfernt. Meine Güte. Ich wohne aus der Reichweite. Ich habe kein Ziel. Ich muss näher ran. Ich wette, wenn ich mir... Ich gucke gleich mal im Internet. Die Quest heißt Schwindende Vorräte. Schwindende Vorräte. Zack. Kommentare. This quest is only available to characters hostile to the Aldo. Okay. Drop rate of 34%. Ja. Habe ich da fast richtig, richtig gelegen mit meinen 30%. Will take 1344 Dreadfang Venom Sacks to go from completely hated with Aldor to neutral. Ach Gott. Ist das eine Daily oder was? Kann ich die mal wieder machen? Klingt fast so. So, die Terrormotten droppen die auch, oder? Weiß nicht. Entfernt. Ist schwierig so zu übersetzen, was Terrormotte auf Englisch heißt. Ich habe auch schon öfter überlegt, ob ich den Client von WoW nicht auf Englisch umstelle, so wie ich es auch bei League of Legends damals gemacht habe oder bei Diablo. Ernsthaft? Kann nicht angreifen. Ich glaube, die droppen das nicht. Aber, ja, es sind einfach, die Texte sind einfach zu komplex teilweise und dafür reicht mein Basic Englisch nicht aus. Um das dann irgendwie, vielleicht zu grob zum Verständnis, klar, aber manchmal kommt es dann doch so auf ein paar Kleinigkeiten an. Ich habe kein Ziel.
gerade auch in Vanilla-WoW, ne? Wenn man das mal sich überlegt, wo es ja nicht diese Markierungen gibt. Ich meine, hier wird es ja ganz klar gesagt, wo ich hin muss. Plus eingekreisten Bereich, wo diese Mobs unter normalen Umständen zu finden sind. Und das alles hättest du halt nicht in Vanilla. Das heißt, du musst da ganz genau gucken, Himmelserrichtung, irgendwelche Zeichen, die dir da geben, Inhalte, wo sie sagen, da und da musst du genau hin und dann Busch X musst du in Richtung Y und so weiter und so fort. Und diese ganzen Informationen dann auf Englisch auszulesen, das traue ich mir ehrlich gesagt nicht so zu. Obwohl ich persönlich sagen würde, dass mein Englisch jetzt nicht schlecht ist, mal abgesehen vielleicht von irgendwelchen krassen Dialekten, die ich dann an den Tag legen würde. Aber gerade auch so was Verständnis angeht, Texte lesen und verstehen, da bin ich eigentlich nicht schlecht drin, würde ich jetzt von mir behaupten. Einfach weil man halt im Laufe der Zeit so viel auch auf Englisch lesen muss. Und gerade auch so was für Streams angeht, ich schaue sehr viele Streamer auf Twitch, die ausschließlich auf Englisch streamen. Und da habe ich auch null Verständnisprobleme. Also das ist halt einfach, ja, ich weiß nicht, woran es liegt. Dass man sich dann selber irgendwie in solchen Fällen nicht zutraut. Wenn ich mir so vorstelle, ich müsste irgendwie auch irgendwie eine Präsentation auf Englisch halten oder so, würde sich bei mir auch der Magen umdrehen. Also, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich muss näher ran. Na gut, ich sehe jetzt auch, dass die Zeit fortgeschritten ist. Das bedeutet, liebe Leute, ich mache hier Pause. Wir hören uns bei der nächsten Folge wieder hier in WoW Retail. Und dann geht's weiter. Wir brauchen noch zwei Giftbeutel, aber die kriegen wir auch noch. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.